Nach der Matura an der AHS war es eigentlich recht schwierig, sich für ein Studium zu entscheiden. Ich habe dann das Studium der Geowissenschaften gewählt, weil mir der Bezug zur Natur gefallen hat. Ich habe es schon immer interessant gefunden, warum eigentlich kein Stein dem anderen gleicht. Und dass es dann dazu ein Studium gibt, das hat dann genau gepasst. Am Anfang des Studiums bekommt man einen recht guten Überblick über alle naturwissenschaftlichen Bereiche. Vor allem beschäftigt man sich aber mit dem Aufbau der Erde, mit den Prozessen, die im Erdinneren und nahe der Erdoberfläche ablaufen. Dazu muss man sich recht gut in der Entwicklungsgeschichte der Erde auskennen. Und wichtig ist auch immer wieder der Bezug zur Entwicklung der Lebewesen. Das war für mich recht überraschend, dass das doch so wichtig ist dabei. Die Abwechslung macht's aus. Zu Beginn des Studiums hat man das Gefühl, dass alle Teilbereiche komplett unabhängig voneinander sind. Und mit der Zeit kommt man dann drauf, wie sie zusammenhängen. Und das macht den Reiz des Studiums aus. Die prägendsten Momente in meinem Studium waren die oft mehrtägigen Exkursionen. Man verbringt einen schönen Tag in der Natur mit seinen Freunden und kann mit den Professoren und Professorinnen wirklich super über verschiedene Fragestellungen diskutieren. Und außerdem versteht man das in der Vorlesung Gelernte auch viel leichter, wenn man es dann in echt sieht. Wenn man von der Schule auf die Uni kommt, ist das eine große Umstellung. Man muss sich plötzlich um alles selbst kümmern, man muss sich selbst organisieren, man muss sich den eigenen Plan machen. Und dabei ist es sehr hilfreich, wenn man mutig ist, Fragen stellt und um Hilfe bittet, dann kommt man leichter weiter. Besonders am Anfang, wenn alles neu ist, fühlt man sich leicht mal überfordert. Fachgebiete wie Geologie oder Petrologie werden in der Schule kaum angesprochen und da kommen dann viele neue Begriffe auf einen zu. Wenn man sich diese Begriffe jedoch gut merkt und einprägt, dann ist es mit der Zeit ein Kinderspiel. Nach dem Bachelorstudium möchte ich auf jeden Fall mit dem Master Geowissenschaften weitermachen. Durch das neue Curriculum ist es jetzt möglich, sich wirklich nur den Fachgebieten zu widmen, die einen wirklich interessieren. Ich habe vor, mich in Geologie und Petrologie zu spezialisieren. Nebenbei arbeite ich auf der TU im Labor als Laborant. Also mal schauen, wohin der Weg weiterführt.